Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Bundesnetzagentur 2.0 oder auch die große Beschlusskammer der Bundesnetzagentur. Ihr werdet euch daran erinnern, dass wir vor einigen Monaten schon darüber gesprochen haben, dass es diese sogenannten unionsrechtlichen Vorgaben gab, die das Energiewirtschaftsgesetz geändert haben. Und da gab es ja als Ergebnis, dass die Bundesnetzagentur in Zukunft deutlich stärker werden würde, deutlich mächtiger werden würde, weil diverse Verordnungen, die wir bisher genutzt haben, ja nicht zulässig waren. Das war damals dieser Bundestagsbeschluss. Ne? Der Bundestag passt das Energiewirtschaftsrecht an EU-Vorgaben an oder auch an die unionsrechtlichen Vorgaben an. Und da kam man eben raus, dass die beiden Netzzugangsverordnungen Strom und Gas und auch die Netzentgeltverordnung Strom und Gas und auch die Anreizregulierungsverordnung außer Kraft treten müssen, weil die fälschlicherweise als Verordnung vom Gesetzgeber beschlossen worden sind und eigentlich aber ein Bestimmungsrecht der Bundesnetzagentur, also der Aufsichtsbehörde, sein müssten. Das hat dann eben das EU-Recht festgestellt, das wurde einfach falsch gemacht. Das hätte in Deutschland nicht über Verordnung festgelegt werden sollen, sondern über eigene Veröffentlichungen der Bundesnetzagentur. Und in diesem ganzen Kontext hat man dann gesagt, naja, dann gibt es dann eben die Bundesnetzagentur 2.0, weil die ist ja dann mächtiger, die muss ja dann Dinge tun. Wenn wir bei der BNSA auf die Seite Beschlusskammern gehen und man scrollt so runter, dann denkt man sich dann irgendwann, ja, ja, klar, hier ist die Aufteilung nach eben den Themengebieten. Die BNSA macht ja neben Strom und Gas außerdem Post, Telekommunikation und Eisenbahn. Und dann war immerhin so ganz rechts für den Energiebereich waren da 5 Beschlusskammern. Dann scrollt man so und denkt sich, na Moment mal, die 9, die 8, die 7, die 6, die 4 und die große Beschlusskammer. Ich werde mich mal hier kurz ein bisschen zur Seite tun. So. Und dann sehen wir die restlichen für die anderen Themenbereiche. Und dann sieht man eben, große Beschlusskammer, das ist neu. Nur kurz nochmal zum Überblick, ne? Die 9 und die 8, jeweils Netzentgelte, Gas, Strom. Die 7 und die 6, Netzzugang, Gas und Strom. Und die 4, besondere erneuerbare Energienthemen vor allem. Es sind ja auch hier EEG-Umlage, Investitionsmaßnahmen. So ein paar Sonderformen der Netznutzung, Sonderthemen halt. Und dann eben die große Beschlusskammer. Und auf die wollen wir uns jetzt mal weiter konzentrieren. Also diese Seite ist dann auch ganz neu. Also zu Beginn des Jahres kam das jetzt auch raus. Auch da typischer Überblick. Wir haben Aktuelles, wir haben Termine, wir haben diverse Grundlagen, Aussagen hier zum Aufbau dieser großen Beschlusskammer. Und wir werden noch mal kurz darauf hingewiesen, dass es eben mit der Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes wegen unionsrechtlichen Vorgaben jetzt eingerichtet wurde. Dann haben wir so diverse grundsätzliche Informationen und schon mal wichtig ist, na, die sieht sich dann selbst in mehreren Ebenen tätig. Einmal Ebene 1, Rahmenfestlegung, wo es dann darum geht, naja, so ganz im Großen und Ganzen je Netzbetreibertyp, also Strom und Gas, Transport- und Verteilnetzbetreiber jeweils grundsätzlich einmal nochmal aufzubauen, wie sind die tätig, wie ist deren Handlungsrahmen und wie ist so grundsätzlich das Finanzierungssystem gedacht. Und dann in der Ebene 2, Methodenfestlegung, wird dann eben ganz genau die Methodik für jeweils diese Interpretationen beschrieben werden. Also ne, wie kommen wir hier zur Kostenprüfung, Effizienzwerte, Eigenkapital, Zinssatz und so weiter. Also typische Themen, mit denen sich die Netze dann auch herumschlagen müssen. Ebene 3, Perioden- oder unternehmensbezogene Festlegung. Das wird dann deutlich individueller und vielleicht auch also wirklich unternehmens jeweils bezogene Erlösübergrenzen, individuelle Netzentgelte. Solche Geschichten könnten dann hier nochmal genauer besprochen werden. Grundsätzlich kann mit der großen Beschlusskammer, also hier vieles selbst dann beschlossen werden. Die kann und darf aber auch diverse Themen an andere Beschlusskammern delegieren. Also kann es gut sein, dass wir manche Beschlüsse dann in der BK6 zum Beispiel sehen, wo Netzzugang Strom schon ganz klassisch besprochen wird. Wenn ihr dann hier so seht, ne, Termine, Zeitplanung und so weiter, gehen wir mal auf ein paar dieser Unterseiten ein. Wir fangen mal an mit Termine. Gibt keine bisher. Natürlich nicht, ist ja auch noch neu. Zeitplanung ist aber ganz interessant, weil so, wir wollen Rahmen- und Methodenfestlegungen im Kalenderjahr 2024 weit entwickeln, damit die dann in gedanklichen Basisjahr 25 im Gasbereich schon mal so weit wie möglich klar erkennbar sind. Und dann geht es noch weiter voraus. Im Laufe 25 sollen Rahmenmethodenfestlegungen förmlich abgeschlossen werden. Das heißt, wir werden jetzt in den nächsten, ich sag mal, anderthalb Jahren hier schon eine sehr starke Festlegung über unsere neue Welt im Netzzugangsbereich und Netzentgeltbereich erfahren. Und dann soll das ganze, ne, Festlegungsverfahren zur
tatsächlichen Entgeltbildung, das soll dann erst im Kalenderjahr 25 beginnen. Das heißt, jetzt Grundlagenentwicklung, Methodenentwicklung, und dann im nächsten Jahr sollte es dann eigentlich erst richtig losgehen. Dann wird es hier nochmal weiter beschrieben, dass das eben, ne, für diese Netzentgeltgeschichten, Anlassregulierung genauso läuft. Dann Zugang. Strom-NZV, Gas-NZV werden bereits zum Dezember 25 außer Kraft treten. Das heißt, da muss jetzt kurzfristig was passieren. Wahrscheinlich wird Gas-NZV ein bisschen schneller behandelt werden. Da sehen wir auch hier schon diverse Unterthemen. Wie wird Lieferantenwechsel vielleicht neu gedacht? Wie wird Bilanzierung gedacht? Kapazitätsberechnung und Bestellung, Biogasanteil und so weiter. Wie wird das Ganze gemacht? Und ne, gleiches gilt natürlich auch für die Stromnetzzugangsverordnung. Wir sind ja jetzt aber auch in einer Zeit gerade, in der manches schon entwickelt wird. Und darauf wird hier unten dann auch hingewiesen. Ne, Übertragungsmöglichkeit. In der BK6 wurde zum Beispiel bereits, ne, Bilanzierungsgrundsätze in dem laufenden Verfahren mit dem 24-Stunden-Lieferantenwechsel LFW24 einbezogen. Mit denen haben wir auch kürzlich gesprochen. Das ist hier also drin. Und in der BK7 gibt es ja das Thema der Annika. Ich weiß nicht, ob wir das auch noch extra behandeln werden. Auch da ist hier verlinkt, könnt ihr euch dann anschauen. Wer sich jetzt mit dem Thema der Zukunft der Gasnetze ganz besonders auseinandersetzen will, schaut euch hier definitiv die aktuellen Beschlüsse oder Festlegungsverfahren in der BK7 an. Da ist viel Spannendes unterwegs. So, wir sehen ja schon, es ist klar, wir müssen hier zeitnah was machen, hier muss was passieren. Haben wir denn Aktuelles bereits in der großen Beschlusskammer? Und ja, tatsächlich, wir haben nämlich hier KANU 2.0. Verfahrenseröffnung und Konsultation, 6. März. Zur Anpassung der kalkulatorischen Nutzungsdauern und Abschreibungsmodalitäten von Erdgasleitungsinfrastrukturen, weil Erdgas ja nun mal auch ein Ende hat, muss hier drüber gesprochen werden, wie kann man eigentlich mit den Infrastrukturen noch arbeiten. Ne? Also wie sehr lohnt es sich, den Erhalt, vielleicht auch noch aktuelle weitere Infrastrukturmaßnahmen, Umbauten, Neubauten und so weiter zu planen. Über wie viele Jahre kann man die dann wie eigentlich abschreiben und dementsprechend aber auch Entgelte zum Beispiel umlegen, ne, die sich dann daraus ergeben könnten. Hier ist dann eben auch mit einem Aktenzeichen, was dann eben mit GPK beginnt, nicht mit BK6, BK8, was auch immer, was wir sonst so kennen würden, sondern hier mit GPK und dann wie immer Jahr und dann weitere Ziffern. Da kann man schön mit arbeiten. Das ist das Einzige Aktuelle, was bisher läuft. Da wird noch einiges mehr passieren. Ihr habt dann hier auch nochmal den Link zum Eckpunktepapier. Das haben wir uns kürzlich bereits angeschaut unter dem Video in die Zukunft der Netzbetreiber, habe ich das ja genannt. Wie werden die so dann aussehen? Da wird hier nochmal erwähnt, dass wir Gas-NEV bereits 27, AREC und Strom-NEV 28 außer Kraft treten lassen werden. Und da ist dann dieses Eckpunktepapier verlinkt. Wir haben uns das angeschaut in dem einen Kapitel zu den regulatorischen Änderungen. Ne, ihr werdet euch da vielleicht erinnern. Und dann haben wir es nämlich hier gehabt, hier geänderte Anforderungen an die Regulierung, Ziel der Regulierung, da waren wir ungefähr drin. Grobe textliche Einordnung, dass sich einiges ändern muss. Und dann hatten wir hier diese Tabelle uns angeschaut. Ne? Ihr werdet euch im Zweifel daran erinnern. Im Weiteren geht es dann hier ja darum, nochmal darauf hinzuweisen, ne? Wir müssen hier was ändern. Energiewende wichtig, das muss weiter eingeplant werden. Sicherstellung, Wettbewerb, Versorgungssicherheit, Preisgünstigkeit, Transparenz, Flexibilität, Kostenentwicklung. Und dann eben auch nochmal der Hinweis, naja, Verteilnetze, Stromgas, Gasfernleitung und auch Stromübertragungsnetz müssen sich ändern, werden in verschiedener Form bearbeitet und dann haben wir danach ja den Hinweis auf schon mal Eckpunkte, Positionspapier mäßig, ne, wie können wir Anlassregulierung und Kostenstrukturen in Zukunft und so vorstellen. Das ist also hier schön verlinkt. Und dann seht ihr auch hier, es gab eine Auftaktveranstaltung Anfang Februar, wo ihr euch natürlich auch so ein paar Sachen anschauen könnt, zum Beispiel hier Agenda, worüber hat man da gesprochen, ne? Organisation der großen Beschlusskammer, Rahmenfestlegung, Regulierungssystematik, Methodenfestlegung, und so weiter. Dann ist hier auch ein Link, ne, auf einen Mitschnitt. Könnt ihr euch also gerne anschauen. Und hier diverse Unterlagen, die es dann bereits gibt. Und die Stellungnahmen, die dann bis Ende Februar veröffentlicht werden konnten, werden dann hier noch kommen. Ne? Also lohnt es sich, da auch nochmal demnächst reinzuschauen, wenn ihr da noch nicht drin wart.
Dann habt ihr hier diese Unterseiten. Ebene 1, 2 und 3 hatten wir ja kurz besprochen. Das ist so, ne, ich sag mal, die Flughöhe, in der jeweils geregelt wird. Da ist bisher eine Zusammenfassung, worüber man in diesem Bereich sprechen wird. Ne? Die Flughöhe wird hier nochmal beschrieben und dann laufende Verfahren gibt es natürlich noch nicht. Wird dann hier aufgeführt werden, wenn es soweit ist. In der Ebene 2 haben wir ja die KNO 2, die ich gerade erwähnt hatte. Die ist dann hier schon. Und in der Ebene 3 werden wir ja die individuellen Themen haben. Das ist jetzt natürlich auch noch nicht der Fall. So ist dann hier schon mal die Struktur. Transparenz und nochmal über die große erste Seiten, Transparenz. Hier wird nochmal darauf hingewiesen, es muss auf jeden Fall öffentlich darüber gesprochen werden, was da gemacht wird, weil einerseits die Bundesnetzagentur als Regulierungsaufsichtsbehörde ist ja im öffentlich-rechtlichen Sinne unterwegs, muss also auch eine gewisse Öffentlichkeit herstellen für uns alle. Und hier ist dann auch nochmal der Link auf die Beschlussdatenbank dabei. Und das ist natürlich super interessant. Also nicht nur, dass man sich die aktuelle Seiten der diversen Beschlusskammern als Lesezeichen im eigenen Browser mal abspeichern sollte, mache ich ja auch, sondern dass man eben hier auch die Beschlussdatenbank hat. Und die ist ja mega mächtig, weil wir hier auf die ganzen 17.500 Beschlüsse der 11 Beschlusskammern zugreifen können. Natürlich im Energiebereich, na, haben wir typischerweise für Strom BK6, BK8, für Gas BK7, BK9, dann noch BK4 für die Sonderthemen. Und dann kann man hier was sagen, ne? Mich interessiert, was im Jahr 24 bisher schon gelaufen ist oder was im Jahr 23 hier zum Beispiel in der BK6 war. Und das sind dann Themen, die haben wir alle besprochen. Ja, also wenn du draufklickst, kommst du dann auf diese Unterseite mit der Tabelle und dann hier siehst, da wie die VDE, Regelwerke zu veröffentlichen sind, das haben wir besprochen. Dann haben wir hier das Thema Standardbilanzkreisvertrag und da nochmal die zeitliche Neueinordnung, haben wir auch besprochen gehabt. Und hier gab es einmal ein Aufsichtsverfahren wegen Jurapower. Das ist ja aber auch alles öffentlich gewesen. Ja, und so könnt ihr hiermit arbeiten. Und wenn ihr nichts weiter anklickt, habt ihr einfach nur eine chronologische Auflistung von abertausenden Beschlüssen, die ihr dann jeweils hier anklicken könnt. Na, und wer da draufklickt, kommt dann auf den Beschluss selbst, kann sich weiter reinlesen. Na, mit dem Beschluss und mit den Geschäftszeichen kann man sehr schön arbeiten. Das ist also hier auch nochmal freundlicherweise verlinkt gewesen, dieser Transparenzhinweis. Und schlussendlich nochmal bei Über wird nochmal kurz erklärt, was sie hier tun werden. Und wer bisher drin ist, da findet man auch einige bekannte Namen aus der Historie der Bundesnetzagentur. Insoweit ist das schon mal eine sehr, sehr interessante Landingpage. Also ich habe mir auf jeden Fall auch neben meinen anderen Beschlusskammer-Links die GBK, die große Beschlusskammer Energie, mit abgespeichert und werde hier regelmäßig reinschauen. Das kann ich auch nur empfehlen. Macht euch da regelmäßig mal ein Bild davon. Jetzt aktuell können wir mit dem Eckpunktepapier selbst und mit den Unterlagen zu der Auftaktveranstaltung schon ein bisschen fachlich arbeiten und uns ein Bild machen, was aktuell besprochen ist, auf Ebene der Bundesnetzagentur hier zukünftig zu machen. Es lässt sich da auch rauslesen, dass ziemlich sicher Änderungen kommen werden in der Beschreibung des Netzzugangs und der Netzentgelte. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht 1:1 kopiert werden, was praktisch in den alten Netzzugangsverordnungen, Netzentgeltverordnungen geschrieben war, sondern es wird schon ein Stück weit angepasst an ja auch veränderte Rahmenbedingungen. Also es macht durchaus Sinn, da auch noch was zu tun. Die BNSA ist damit natürlich sehr, sehr mächtig, aber entspricht damit auch den Vorgaben, wie es zu sein hat. Das ist ja der nochmal ganz wichtige Punkt. Deswegen gab es ja damals diese Anpassung des Energiewirtschaftsgesetzes. Die EU-Ebene hat festgestellt, es war in Deutschland einfach falsch. Es hätte nicht vom Gesetzgeber kommen dürfen, ne? Netzzugangsverordnung, Netzentgeltverordnung, anderes Regulierungsverordnung. Das ist Sache der Aufsichtsbehörde, der Regulierungsbehörde. Dementsprechend haben wir jetzt unsere wunderbare große Beschlusskammer Energie. Ich denke mal, hier werden wir viele spannende Entwicklungen in Zukunft sehen. Also gerade diese Seite Aktuelles kann man sich auf jeden Fall regelmäßig anschauen und wir werden hier regelmäßig drüber sprechen. Okay, soweit mal grundsätzlich zu der Struktur, die sich jetzt mit diesem unionsrechtlichen Gesetzesanpassung vom letzten Jahr ergeben haben. Wir haben unsere neue GBK, die große Beschlusskammer Energie, die dann als sechste Kammer neben unseren fünf Bekannten für die Energiethemen zuständig ist. Mit dem Eckpunktpapier und dieser Auftaktveranstaltung haben wir erste inhaltliche Veröffentlichungen, mit denen man dann auch nochmal weiter arbeiten kann. Wir haben die KANO 2.0-Geschichte für die Kostenstruktur, sage ich mal, rund um bestehende Erdgasleitungsinfrastruktur. Also die ersten Sachen sind passiert. Okay.
Habt ihr erstmal Fragen, Anmerkungen zu diesem Thema? Große Beschlusskammer, unionsrechtliche Anpassungen, Bundesnetzagentur 2.0. Gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten immer like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos zum Beispiel über die Bundesnetzagentur nicht verpasst. Und dann wie immer bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.